Ich denke, das Problem kennen wir alle. Jeder, der in den letzten Wochen, Monaten, Jahren mal irgendwo in der Zeitung geguckt hat oder generell Nachrichten verfolgt hat, wird ja wissen, naja, hier auf der Messe heute weiß es sowieso jeder, wir haben ein Problem, nämlich ein Problem, das heißt Fachkräftemangel, vor allem in der Pflege. Ganz egal, wo man hinschaut, Zahlen reichen von bis zu 200.000 Pflegekräften, die bis ins Jahr 2030 fehlen sollen. Wie viele es dann letztendlich wirklich sind, gute Frage, es werden aber sehr viele. Da braucht man natürlich jetzt sehr viele verschiedene Maßnahmen, generell Pflege mal irgendwie attraktiver machen, bessere Bezahlung. Es wird natürlich vieles diskutiert. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, wir kommen um ein Thema nicht drum rum und das ist die qualifizierte Einwanderung. Das Personal braucht dann in dem Fall natürlich auch Sprachkenntnisse, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht, selbstverständlich vor allem in einem sozialen, kommunikativen Bereich. Vielleicht fragt ihr euch dann jetzt, ja, aber es gibt doch schon ganz viele Selbstlern-Apps und so weiter, warum sprechen denn nicht schon alle perfekt Deutsch? Müsste doch eigentlich schon funktionieren. Ganz häufig funktioniert es aber nicht, denn Selbstlernen erfordert vor allem sehr viel Motivation, sehr viel Selbstorganisation, sehr viel Selbstdisziplin. Und das klappt meist alles nicht so gut, wenn man nicht irgendwen hat, der einem mal so ein bisschen zur Seite steht und das Ganze tutoriell begleitet. Genau da kommen wir auch dazu, wie wir uns denn jetzt eigentlich von anderen Angeboten unterscheiden. Es gibt sehr viele Selbstlern-Apps, die zwar super digital sind, aber eben nicht dieses institutionelle Lernen fördern. Gleichzeitig natürlich die klassischen Buchverlage, die dort entsprechend Materialien anbieten. Und wir positionieren uns eben, ja, so ganz Startup-like diese Folie, ich weiß. genau im Mittelfeld, also wir besetzen wirklich diese Nische. Wir haben das komplett digital gedacht und wir bringen das Digitale in die Schulen, in die Universitäten, überall dorthin, wo sonst klassischerweise bisher nur mit Büchern oder Papier gearbeitet wurde. Unsere Lösung ersetzt aber wirklich komplett sämtliches Unterrichtsmaterial. Wir sind beispielsweise, wie ich eben schon im Intro sagte, in Willkommensklassen und so weiter aktiv, also überall dort, wo Menschen Deutsch lernen. Im Prinzip braucht man mit unserer Software keine Bücher mehr. Man hat wirklich alles in einer Software und kann das gesamte Unterrichtsgeschehen, sowie auch Videokonferenzen, Chat und so weiter, die gesamte Kommunikation und alles, was im Unterricht stattfindet, damit abdecken. So sieht in Kurzfassung unsere Pflegereihe aus. Das ist natürlich hier heute sehr treffend. Wir haben allerdings alle Inhalte von der Alphabetisierung, also überhaupt erstmal die Buchstaben zu lernen, bis zum Sprachniveau B2, also schon sehr fortgeschrittene Deutschkenntnisse, sind damit seit 3 Jahren inzwischen am Markt, kooperieren mit dem Huber Verlag in München und unsere neueste Reihe ist jetzt eben die 40 Lektionen beinhaltende Fachsprachereihe, die ihr euch sehr gerne gleich auch angucken könnt. Genauso wie alles andere natürlich auch. Dabei verknüpfen wir ein Learning Management System. Das heißt, wir haben, wie gesagt, die komplette Software. Wir können zuteilen, wir können verwalten, wir können evaluieren, wir können ganz individuell fördern. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man auch direkt die Inhalte hat. Und die kommen bei uns direkt mit dazu. Und vor allem sind das Inhalte, die wirklich alltagstauglich sind, die Spaß machen und die eben nicht nur... Naja, ich sag mal so, im Bereich deutsche Zweitsprache gibt es ganz oft Inhalte, die eigentlich nur damit zu tun haben, wie fülle ich das Formular für meinen Asylantrag aus oder wie gehe ich denn zum Arbeitsamt, weil ich immer noch keinen Job bekommen habe. Finden wir super, super schade, weil eigentlich ist Integration und Inklusion so viel mehr. Und warum sollten wir da unterscheiden? Ist es nicht irgendwie cooler zu sagen, es wäre schön, wenn wir vielleicht erstmal Freundinnen und Freunde finden, uns wohlfühlen in unserem neuen Land, im Aufnahmeland und nicht immer nur, von der Amtsseite her denken. Dementsprechend macht das Lernen mit uns eben wirklich Spaß, sodass wir einerseits dieses Typische, was man aus Selbstlern-Apps kennt, verknüpfen mit dem wirklich, didaktisch aufbereiteten Lernen, sodass man also wirklich eine Struktur hat und nicht einfach immer nur die gleichen Sätze wie der Affe trinkt Milch oder der Elefant trinkt Wasser oder was auch immer lernen. Genau, das Ganze ist dann Blended Learning, also nicht nur selbst lernen, sondern gemischt mit dem Unterricht mit der Lehrkraft. Ja, Bewertungen geben uns, glaube ich, recht. Das sind unter anderem wir, das ist unser Kernteam zumindest. Meine Kollegin Maria ist auch dabei, die steht am Stand und zeigt Ihnen euch sehr gerne, was wir so machen. Ein paar Zahlen gibt es auch, so typisch Startup-Pitch eben. Aktuell arbeiten über 2000 Lehrkräfte und über 22.000 Schülerinnen und Schüler mit DeutschFuchs. Wir konnten auch schon einige Preise gewinnen, haben noch so einiges vor
Und da das jetzt mit der Technik eben ein bisschen länger gedauert hat, ich habe zwar noch 2 Minuten, aber ich würde erstmal sagen, danke fürs Zuhören.